Hallo, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich diese Duftsteine gemacht habe. Ich habe schon länger kein Video mehr gemacht. Ich weiß, ich habe im Moment etwas Stress, weil ich einen Markt vorbereite. Aber egal, ich mache das ja auch alles nebenbei. Wie gesagt, heute nehme ich euch mit, wie wir diese Duftsteine machen. Dafür habe ich dieses Pulver. Habe ich mir bestellt. Ich verlinke euch das nachher mal in der Infobox. Das ist spezielles Duftsteinpulver. Das gibt es in verschiedenen Farben. Das ist jetzt hellblau. Sieht man vielleicht nicht in der Kamera. Ich habe es auch in weiß. Und wir arbeiten heute mit einem gelben Pulver. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Die Farbe wird dann nachher so. Okay, also ihr braucht dafür 100 Gramm von diesem Pulver. Ich habe das schon mal abgemessen. Und auf 100 Gramm kommen 30 Gramm Wasser. Schütten wir einfach langsam darüber. Ja, das ist so ein kleiner Eisbecher gewesen, den habe ich mir verwahrt. Also ihr solltet schon keinen Behälter nehmen, den ihr hinterher nochmal verwenden wollt, weil dieses Pulver reagiert irgendwie und greift dann schon das Plastik an und sieht danach nicht mehr so toll aus. Jetzt verrühren wir das Ganze vorsichtig zu einer glatten Masse. So, und wenn ihr das soweit gerührt habt, dass keine Klümpchen mehr drin sind, geben wir etwas Duftöl hinzu. Das ist jetzt vom Action. Es könnte aber jedes andere nehmen, auch von Rossmann oder so. Ja, und gibt einen guten Schuss hinzu, weil das Duftsteinpulver riecht so selber nicht. Ihr müsst euch dann dafür entscheiden, welchen Duft ihr gerne hättet, und der wird halt da drunter gemischt. Ich habe diese Duftsteine, die sind jetzt aktuell, aber ich habe auch Duftsteine, die habe ich schon vor längerem gemacht. Also die habe ich vor circa 6 Wochen oder so gemacht. Die halten immer noch, also die duften immer noch. Die sind jetzt nicht dafür da, ein ganzes Wohnzimmer oder so zu beduften, sondern eher für, ich sag mal, einen Schuhschrank zu stellen, der nicht so toll duftet, oder Gäste-WC oder so. Oder ihr macht halt jede Menge Duftsteine und verteilt die überall im Raum. Also für einen riesengroßen Raum reichen die jetzt nicht aus. Aber wenn das irgendwo steht und man geht vorbei, dann kann man schon sagen, hier riecht es gut. So, wir haben das jetzt gut gemischt. Nehmen wir jetzt etwas Zewa und legt dann den Löffel drauf. Dann braucht ihr eine Silikonform, wo ihr das Ganze reingießen wollt. So. Ein bisschen Platz machen hier. So, ich habe hier schon mal angefangen mit einem. Das war noch so ein Rest vom vorherigen Gießen. Ihr könnt die verschiedenen Farben aufeinander gießen. Das ist gar kein Problem. Das seht ihr hier, die verbinden sich gut. Ne? Wenn ihr also so Reste habt, reingießen und beim nächsten Mal den nächsten Rest drüber gießen, das passt. So, das machen wir auch direkt mal. Da hinten noch den anderen Geist. Hier ist jetzt ein Rest drin. Das nächste Mal gieße ich dann halt da wieder was drauf. So. Das Ganze lasst ihr mindestens 4 Stunden trocknen. Mindestens. Also ich mache es meistens über Nacht. Nicht wundern, das wird mit der Zeit, wird das obendrauf etwas wärmer. Das ist irgendeine chemische Reaktion, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Aber es wird zwischendurch warm und kühlt dann auch nachher wieder ab. So, die setzen wir jetzt beiseite. Vorsichtig.
So. Naja, jetzt haben wir hier schon was rumgematscht. Ja, hier ist eine fertige, die ich heute Morgen gemacht habe. Mittlerweile haben wir es fast 6:30. Ja, also ich habe es einige Stunden wirklich so stehen lassen. Die holen wir jetzt mal zusammen raus. So. Und sie sieht das Ganze aus und die riechen sofort und hält auch ewig lange. Also wie gesagt, ich habe welche, die halten schon seit 6 Wochen. Müsste man ausprobieren, wie lange die jetzt noch halten, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist eine ganz nette Idee. Ich verlinke euch das Ganze noch unten in den Kommentaren, beziehungsweise in der Infobox, nicht in den Kommentaren, und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.